Okay, neuer Versuch. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Oder was ich jetzt machen muss überhaupt. Ja, toll. Weil wo gerade ein Fail drin. Ballern die präzise ein paar Meter neben mir all ihre Munition hin. Genau, halt doch noch mehr aus. Ha! Weg ist diese Riesenmaschine. Oh nein, oh nein. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Was ist das denn da flackern? Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt Ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Und offline. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Kila. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander. Die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Oh, sehr gut. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück, falls möglich. Gut. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Talisora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl. Angriff fortsetzen. 20%. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer, sehen aber keine Alternative. 40%. Oh, nee, nee. Es tut mir leid. Nein. Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander. Ich muss zu Ihnen gehen. Es ist die einzige Möglichkeit. Danke. Der muss zu jedem Einzelnen gehen und ihm die Hand geben. Nein, das hat er sich da hochgeladen, komplett. Was zum Teufel war das? Ja.
Eigentlich wollte ich ja die Quarianer behalten. Ich wusste nicht, dass ich mich da entscheiden muss. Verdammt! Vielleicht lade ich nochmal neu und mache die andere Entscheidung. Krass, alle platt. Hier spricht Captain Cardano Maswire. Hülle mehrfach beschädigt. Ryers Antriebskern ist offline. Alle Schiffe in Reichweite. Bitte helfen Sie uns. Oh, sieht man jetzt? Nein! Tali, nein! Ich hab da gedrückt. Krass, jetzt hat man die eine Rasse gegen die andere getauscht. Heftig. Commander. Ihr Handeln hat dieses Upgrade ermöglicht. Dank Ihnen sind wir nun ein Volk und wir sind frei. Und Legion? Tot. Es tut mir leid, Commander. Mir auch. Er hat sich geopfert, um das Code-Upgrade zu allen Geth zu bringen. Und wir werden sein Versprechen halten. Wir reparieren bereits Schiffe und unsere Technologie kann beim Bau des Tigels behilflich sein. Danke. Wir bedauern den Tod der Schöpfer. Alle tot so? Sie haben so? Ihre Wahl getroffen. Krass, ich glaube, ich gucke mir nochmal das andere an und dann entscheide ich nochmal spontan. Commander Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherrin. Die Geth helfen bereits beim Bau des Tigels und ihre Flotte wird in Kürze für den Kampfeinsatz bereit sein. Kann man den Geth wirklich trauen? Sie wurden von den Reapern versklavt. Sie werden ebenso hart kämpfen wie wir. Verstanden, Commander. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Darum habe ich Sie aber nicht kontaktiert. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, oh, nee. Commander. Wir treffen uns in Ratsherr Udinas Büro. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Über Videoleitung. Ich guck mal, welche Stärke die Geth haben. Da sind sie. 750. Krass. Die Geth Corps und die Geth Flotte. Okay, ich denke mal, ich werde hier speichern und werde nochmal das andere, die andere Variante mir angucken. So. Kam nicht auf das Wort, verdammt. Okay, dann sag ich mal, bis im nächsten Part. Tschö. Willkommen zurück. Ich habe ja gesagt, dass ich nochmal eben, genau den Reaper umbringe und dann mal die andere Variante nehme. Ich habe gehört oder gelesen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, beide zu behalten. Also einmal die Quarianer und einmal die Geth. Nur das Problem ist wohl, dass man dann in Teil 2 schon Sachen machen muss und hier dann noch ein paar Sachen machen muss. Also mir ist das gar nicht mehr möglich, jetzt noch beide zu behalten. Also muss man viel mehr beachten. Und deswegen werde ich jetzt erstmal die Geth sterben lassen. Nein. Ich kann die quarianische Flotte nicht aufs Spiel setzen. Nicht zur Rettung der Geth. Shepard! Sie versuchen zu fliehen! Dranbleiben! Mit diesen Upgrades könnte unsere Flotte die Erde zurückerobern. Wir könnten bei dem Tigel behilflich sein. Bitte, das ist nicht gerecht. Ja, andersrum wäre es auch nicht gerecht, wenn wir die Quarianer jetzt töten. Sterben lassen. Obwohl die Geth natürlich stärker sind von ihrer Streitkraft her. Aber egal. Es tut mir leid. Nein, wir werden nicht zulassen, dass Sie über unser Schicksal entscheiden. Code wird hochgeladen. Und aus. Oh, schade, ich hätte gerne beide gehabt. Es tut mir leid, Legion. Tali Zora, hat diese
Einheit eine... Ja. Ja, die hat sie. Eine Seele. Ach Mann, oh, schade aber auch. Aber gut, ich fange nochmal zwei an. Ja, im letzten Part sah es halt genau andersrum aus. Da waren die Gäste da und die Quarianer waren alle platt. Wobei, so wie ich sie jetzt getötet habe, waren sie ja noch gar nicht intelligent. Also zumindest nicht individuell. Wir beginnen sofort mit der Reparatur unserer Flotte, Commander. Wir können außerdem Techniker anbieten, die bei dem Tigel mithelfen. Danke, Admirals. Ich denke, Tali würde sich auch gerne verabschieden. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Nach mehreren hundert Jahren können die auf ihren Planeten zurück. Sind Sie okay? Ich dachte, Sie wären glücklich. Immerhin können Sie jetzt endlich... Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein. Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Runoch kommen. Wir haben gerade einen von Ihnen getötet. Deshalb komme ich mit Ihnen, um Sie aufzuhalten. Wenn Sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Natürlich. Sind Sie da sicher? Ja. Meine Leute feiern. Für sie ist das alles ein perfekter Sieg. Und wir mussten dafür lediglich einen Verbündeten ermorden. Einen Freund. Es musste sein. Ich weiß. Aber ich gehöre nicht hierher. Oh nein, was machst du jetzt? Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Oh mein Gott! Sie hat ihre Maske abgenommen. Die Stimme war direkt anders. Commander Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherrin. Die Quarianer haben bereits Hilfsaktionen in die Wege geleitet und ihre Techs helfen beim Bau des Tigels. Was für eine Ironie. Erst jahrhundertelang galaktische Streuner und plötzlich werden sie wichtig. Na egal. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, Commander. Commander? Das kennen wir schon. General Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander, beschäftigt Sie etwas? Das ist alles. Hackett, endet. Ach so, der sagt nur, dass er verfügbar ist. Aber nicht, dass er mit mir reden möchte, glaube ich. So, schauen wir uns mal, was die Quarianer bringen. Okay, 465 von der Stärke. Ich glaube, die anderen hatten über 700 oder 800 sogar. Na okay. Aber die haben es mehr, verdient zu leben. Sie haben gerade einen Reaper erledigt, ohne die Hilfe eines riesigen Dreschschlucks. Ja, der konnte leider nicht. Commander, ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf private Nachrichten, Gespräche über Quarianerkrieg. Ihre Manöver mit der Normandie geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend.
richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Ach, endlich fertig mit Labern. Deswegen bin ich mal kurz wieder aus den persönlichen Nachrichten rausgegangen. So, Fortschrittbericht. Das andere war, glaube ich, nur so eine Quarianer-Krieg-Gedöns. Von Shalran Ranoch. Commander, unsere Arbeiten auf Ranoch gehen weiter gut. Die Gäste haben beeindruckende Technologien und Rohstoffe zurückgelassen. Oh. Okay, unsere besten Technikexperten helfen beim Tigel. Ich habe Arbeit gefunden von Tali Zora. Oh, die ist auf dem Maschinendeck. Eigentlich wie immer, wenn sie auf meinem Schiff rumlungert. Aber ich gehe trotzdem mal nach... in die Shuttle-Bucht, um die eine Schrotflinte ein bisschen abzugraden. Nein, hier nicht. Dann kann ich einkaufen hier. Diese neue, die ich da bekommen habe. Diese Plasma-Schrotflinte, die hat mir gefallen. Die war toll. Und das war soweit. Aber ich glaube, die Claymore, die hat der James in meiner Hand. Claymore. Upgrade der Schrotflinte. Aber ich gehe trotzdem mal zu Tali Zora. Einfach mal so zu labern. Nur die Frage, wo lungert die rum? Sonst war die mal hier. Ah, da ist sie. Unmöglich. Nein, stimmt wohl doch. Oh, Maske wieder drauf. Hey, Tali, wie geht's? Oh, ich hab sie nicht gehört. Ich hab gerade Nachrichten von der von Ranoch bekommen. Früher habe ich jede neu gefundene Technologie an die Flotte geschickt. Das sollte ich jetzt wohl mit landwirtschaftlichen Proben machen. Ich weiß gar nichts über Feldanbau. Wie macht sich Ihr Volk? Wir kontrollieren die planetare Verteidigung und errichten Anlagen zur Lebensmittelherstellung. Geth-Tech ähnelt der unseren so sehr, dass wir genügend Material für Reparaturen haben. Bald sind wir wieder einsatzbereit. Ich wünschte, wir hätten Zeit für einen richtigen Wiederaufbau. Aber ich brauche die Flotte. Wir sind jahrhundertelang weggelaufen. Die Quarianer sind bereit zum Kampf. Unsere Transporter unterstützen bereits die turianische Flotte bei der Flüchtlingsevakuierung. Wenn ihre fünfte Flotte die Erde zurückerobert, werden wir da sein und die Reaper zur Hölle jagen. Ja, geil. Plus zwei Ruf. Jetzt gehe ich wieder nach oben. Ich glaube, eine Mission war hier noch. Kampfinformationszentrum. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Obwohl, eigentlich müsste die Mission ja jetzt weg sein. Fällt mir gerade mal so ein. Tatsächlich. Hier ist die Migrantenflotte. Obwohl, was wäre, wenn ich das andersrum gemacht hätte? Keine Ahnung. So, wohin fliegen wir? Was ist hier noch? Kann man noch was scannen? Ich glaube... da vielleicht. Ach Mist, ich kann ja gar nicht raus. Auf zum Massenportal. Massenportalsprung in Richtung... ja, wo gehen wir denn hin? Boah, werden ja mal mehr hier. Krass. Oh mein Gott, ich hab's befürchtet. Wir müssen wieder zur Citadel. Aber nein, wir gehen das erstmal hier hin. Und... bam! Da ist es. Obwohl, ich guck noch mal eben was nach. Sekunde mal eben.